Hänslers schnelle Nummer. Heute gibt es Hänslers Kochbox. Was ist das? Ihr könnt jetzt zu allen Adventstagen und zu Weihnachten euch eine Box bestellen, wo Ente-Rucke-Knödel drin ist. Als Vorspeise gibt es eine Süßkartoffel-Chilisuppe, Gemüseeinlage und dann gibt es noch einen wunderbaren Brownie mit Vanillesoße. Wenn ihr das Ganze bestellt, müsst ihr 7 Tage vormachen oder hänslerskochbox.de kommt das so an, verpackt, im Karton, gekühlt natürlich. Jetzt packe ich mal aus. Da haben wir natürlich hier Rotkohl. Das wird heute ein Unpackaging-Video. Entensoße, die Süßkartoffel-Chilisuppe. Hier haben wir die Brownies. Dann haben wir, die Ente machen wir zum Schluss, das Highlight, ne? Die Gemüseeinlage für die Suppe. Die Croutons für die Kartoffelklöße. Die haben wir hier. So, eine wunderbare Kartoffelmasse. Und hier ist sie. Eine wunderschöne, riecht sogar durch das Plastik durch, Bio-Ente. Dann gibt es noch Vanillesoße zum Dessert. Und dann, wir sind ja in der Krone, dann kommen wir zu Weihnachten, gibt es noch ein paar schöne Kerzen. Und an apple a day keeps the doctor away. Und wie man das zubereitet, das zeige ich euch jetzt. Als erstes kommt natürlich die Ente in den Ofen. Jetzt Ober-Unterhitze, 150 Grad für circa 20, 25 Minuten. Und dann gehen wir nochmal hoch auf 210 Grad. Damit fangen wir an. Hier wird einfach die Suppe im Topf gegeben. Mehr ist es nicht. Das ist wirklich simpel. Daneben haben wir die Entensoße. Und da muss ich selber sagen, die ist, haben wir aus Entenkarkassen gekocht. Richtig nur natürliche Sachen. Oh. Also reinlegen. Dann haben wir hier das Rotkohl. Flop. Ja, auch einfach nur hier. Oh, Topf ist sogar schon heiß. In den Topf geben und warm rühren. Hier aber auch noch mal die Geschmacksprobe. Das soll euch schmecken wie bei Mutti, wie bei Oma. Gucken wir mal. Kalt schmeckt der auch schon. Leichter Biss, geil. Jetzt auf kleiner Hitze warm werden lassen. Hier ist jetzt die Knödelmasse. Die gebt ihr einfach in eine Schale. Und dann müsst ihr sie einmal ganz kurz ein bisschen ankneten. Das ist wirklich das Einzige, was ihr zu Hause machen müsst. Also einmal so Advent, schön zu Hause rumhocken. Einfach die Ente rein, Gläser auf, geile Suppe, die auch eine ganz leichte Schärfe hat. Und das Einzige, was du wirklich machen musst, ist ein bisschen Knödel durcharbeiten. So, jetzt die Hände anfeuchten, Knödelmasse nehmen und dann haben wir hier, wo haben wir sie? Schon Croutons für euch vorbereitet. Kennt ihr ja, ne? Hier ein bisschen Knödelmasse so, dann das Ding da reindrücken, vielleicht auch zwei, dann Masse zu. Und einfach ein bisschen abdrehen. Dann jetzt hier, was hat gerade gekocht mit Salz. Da gibt es einfach die Knödel rein. Lass das Ganze aufkochen und ungefähr so 15 Minuten die Knödel ziehen lassen. Ich zeige euch noch mal kurz, wenn ihr jetzt denkt, oh, muss ich jetzt die ganze Zeit das Video angucken? Nein. Wenn ihr die Box bestellt, gibt es so eine Zubereitungsliste dazu. Da seht ihr ganz genau, wie ihr es machen müsst. Das ist wirklich nicht viel. Hinten sieht man auch, welche Töpfe brauche ich. Wie ist die Reihenfolge und so. Also wir haben an alles gedacht. Jetzt gucken wir gleich mal zu Ende. Ah, wunderbar. Wir sind jetzt schon auf 210 Grad hochgegangen. 25 Minuten sind um. Das sieht perfekt aus. Jetzt muss ich noch ein bisschen kross werden. Dann kümmern wir uns um die Knödel und das andere schon mal anrichten. So, unsere Vorspeise ist fertig. Einfach nur die Suppe im Topf aufkochen lassen. Ihr könnt mit dem Stabmixer aufmixen. Geht aber auch einfach so. Bisschen mit dem Schneebesen, Süßkartoffel-Chilisuppe. Hat aber auch nur, muss man sagen, eine ganz leichte Schärfe. Ganz minimal, jetzt nicht doll, sondern riecht einfach so ein bisschen an. Dann kommt das in eure Suppentasse, beziehungsweise bei mir in meinen kleinen Suppentopf. Dann haben wir hier die Gemüseeinlage. Die kann man schon mitkochen, wenn man will. Ich finde es aber geiler, sie jetzt reinzumachen. Karotte, Sellerie, da hat man so einen leichten Crunch. So, dann hauen wir das auch noch rein. Und fertig ist unsere Vorspeise. Süßkartoffel-Chilisuppe mit Gemüseeinlage. Jetzt hören wir mal. Oh ja, schön knusprig. Ente ist fertig. Jetzt richten wir den Hauptgang an. Und wirklich Rotkohl auch. Braucht ihr nichts nachwürzen, überhaupt nichts. Genau wie bei der Suppe, einfach nur heiß machen. Guck mal, oh, geiler Glanz. Auf den Teller. Eine ordentliche Portion. Weihnachten hauen wir ja richtig rein. Dann haben wir hier jetzt die Knödel. Da holen wir jetzt zwei raus. Einmal kurz einfach ein bisschen abtropfen lassen, dass das Wasser weg ist.
direkt daneben. Und damit hier, das kriegst du ja auch mit, das ist eine Mischung aus Butterbrösel mit ein bisschen Wasabi ist noch da dran. Aber nur so eine ganz, ganz leichte pikante Note, aber auch schön butterig. Die haut ihr oben auf die Knödel drauf. Überhaupt kein Hassel. Jetzt zeig mal hier die Ente. Ah, guck es dir an. Und dann das Ganze für zwei Personen. Haben wir jetzt hier einmal eine Keule. Für eine Person natürlich eine Brust. Und jetzt, komm her, große Löffel. Ah, hier ist irgendwie die Kelle. Komm her, zeig doch mal die Soße. Eine wunderbare Entenjus. Die kommt jetzt daneben. Und das, boah, leckt mich fett, ey. Das ist der Hauptgang. Und zum Schluss gibt es natürlich noch ein Dessert. Haben wir jetzt hier den Macadamia Brownie. Den einfach nur rechtzeitig aus dem Kühlschrank rausholen. Hier, die Beerengrütze. Kann man kalt oder wie ich jetzt einfach schnell warm machen im Topf. Dann hat man auch ein schönes Spiel, so eine warme Grütze. Weil dazu kommt jetzt noch hier unsere Vanillesoße mit echter Vanille gekocht. Einfach nur hier einmal anschütteln. Und dann auf den Teller kippen. Boah, fertig ist das Dessert. So, jetzt guck mal, so könnte euer Menü aussehen. Vorspeise. Haben jetzt hier Süßkartoffel-Chili-Suppe mit Gemüseeinlage. Dann natürlich im Hauptgang die knusprige Ente mit Knödeln, Rotkohlsoße und dann Macadamia-Brownie, wunderbare Beerengrütze und Vanillesoße. Natürlich das alles zweimal, ist klar, es ist für eine Person. Die Box ist aber immer für zwei Personen. Kostet wahnsinniger Schnäppchen, 99 Euro. Und aber für zwei Personen, ihr kriegt das volle Programm. Ihr habt die Zubereitung dabei, wo alles drinsteht, wie ihr es machen müsst. Ist eigentlich relativ simpel, aber trotzdem haben wir es schön aufgeschrieben. Die ganzen Gläser könnt ihr auch behalten. Alles schön nachhaltig. Also, wo haben wir es? Henslerskochbox.de. Wir liefern am 1. Advent, 2., 3., 4. und an Weihnachten. Geht auf die Website, da könnt ihr sehen, ihr müsst 7 Tage vorbestellen, weil es wird dann wirklich alles frisch zubereitet für euch und einen Tag vorher ist abgeholt, zu euch geliefert. Hält auch 2, 3 Tage im Kühlschrank. Ich sag mal so, Weihnachten kann kommen. Guten Appetit.